Ja, so sieht das aus, wenn man nach 121 gemeinsamen Spielen am Deadline Day getrennt wird. Über Jahre hinweg haben Sergio Ramos und Keylor Navas für Real Madrid gemeinsam gespielt und wurden dann in Paris wieder vereint. Aber jetzt ist es wieder an der Zeit für einen Abschied, denn Keylor Navas schließt sich Nottingham Forest an. Ohne die herzliche Verabschiedung von Ramos kommt der Keeper aber nicht weg. Ob er will oder nicht, das Küsschen muss er mitnehmen.